Michael Frey nicht in der Startformation, das ist doch eine dicke Überraschung. Die Begründung des Trainers, er will den Konkurrenzkampf anheizen. Klare Ansage. Wir schieben es jetzt einfach mal auf den Untergrund, dass beide Teams zu Beginn spielerisch nicht allzu viel hinkriegen. Eine knappe Viertelstunde bereits vorbei. Der FC Zürich mit Antonio Marquesano und der Regisseur sorgt für erste echte Torgefahr. Kurz danach wieder das Heimteam mit Schönbechler. Er bildet heute die Doppelspitze mit O'Day und dieser macht das hier richtig gut. Aber Gleiches lässt sich eben auch von St. Gallen-Goli Stojanovic behaupten. Der Ball noch abgelenkt, nicht einfach zu halten. Zürich bekommt das Spiel, da will man sagen, in den Griff und dann sowas Aussetzer von Domjoni. Yannis Taffer alleine. Auf, aber nicht davon. Toni Domjoni macht seinen Fehler wieder gut. Glück gehabt. St. Gallens Offensive verfügt ja durchaus über Scorer-Qualitäten. Allen voran Cedric Eaton. 3 Saisontore hat er bereits geschossen. Und hier gut zu sehen, was man sich mit dem richtigen Selbstvertrauen so alles traut. Schöner Versuch des Stürmers. Mitleid muss man ja grundsätzlich nicht haben mit einem Fußballer. Aber ganz ehrlich, wenn ein Spieler noch in der ersten Halbzeit ausgewechselt wird, dann ist das einfach richtig bitter. O'Day muss raus und es kommt nicht etwa Frei, sondern Benjamin Cololi. Seit der 20. Minute St. Gallen klar besser mit mehr Ballbesitz und einer guten Portion Frechheit. Vassosiero fordert Yannick Brecher kurz vor der Pause. Das ist mal gut gemacht. Und zwar von beiden. Keine Tore zur Halbzeit, aber sicher 1-2 lobende Worte von St. Gallen-Trainer Peter Zeidler. Zürich mit beschwingtem Auftakt in die zweite Halbzeit. Schönbechler auf Marquesano, der hat Platz und macht dann irgendwas. Nur nicht das Richtige. Was mag sich da wohl der beste Torjäger der letzten Saison so denken? St. Gallen nun wieder dran. Mit Cedric Eaton und dann macht's Rums. Guter und vor allem strammer Schuss von Cedric Eaton. Brecher aber wieder auf den Posten. In Zürichs Offensive ist Schönbechler der auffälligste Akteur. Hier lanciert er Cololi. Ja, die ersten Minuten in Abschnitt 2 wissen definitiv zu gefallen. Nun ja, vielleicht nicht ganz alle. Aber unterhaltsam ist es allemal. Wieder auf die Gegenseite. Wieder Eaton. Fehler, Brecher und Winter rettet auf der Linie. Ciero hat seinen Schuss bestimmt schon drin gesehen. Die Kadenz bleibt unverändert hoch. Einmal mehr wird Cedric Eaton gesucht. Brecher hat sich aber von seiner Unsicherheit zuvor erholt. Na, immer noch keine Tore, aber dieses Spiel lohnt sich zu schauen. Wieder der FCZ. Bamodu, Stojanovic, Cololi. Man kann gerade noch so die Namen aufzählen, so schnell geht das hier hin und her. Und dann, 78. Minute, Michael Frey darf doch noch ran, 12 Minuten Auslauf. Zunächst aber der Fokus auf die Defensive und im Speziellen auf Yannick Brecher. Wiederholt rettet er die Null. Ja, vorne steht die Null auch noch. Michael Frey will das ändern. Zieht los und wird zurückgepfiffen, abseits. Aber stimmt nicht, Fehlentscheid, Frey wird seiner Torchance beraubt. Und somit bleibt's beim 0:0, der ersten torlosen Partie in dieser Super League-Saison. We'll be right back.